Auf jeden Fall auch sehr gut aus. Also, es ist so ein richtig schöner Glow. Aber deine Tapete, was ist das, eine Tapete? Nein, es ist ein Plakat von Flora Helvetica. So mit einheimischen Pflanzen. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber es ist nur gerade da. So, okay. So wie es aussieht, sind wir jetzt online auf einem Kanal. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu dem Carla Talks. Ich weiß gar nicht, ob wir uns jetzt auf den Namen geeinigt haben, aber ich sage dem jetzt einfach so. Mein Name ist Lisa Christ und ich darf Gespräch führen. Heute das allererste und es freut mich außerordentlich, dass ich Nina Kunz begrüßen darf. Hoi! Hallo, danke für die Einladung. Sehr gern. Ja, vielleicht schnell zu dir. Ich nehme mir die Freiheit, dich schnell vorzustellen. Nina Kunz ist 1993 geboren. Sie hat Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Zürich studiert und arbeitet als Kolumnistin und Journalistin für das Magazin vom Tagi. Ihre Texte sind aber auch schon in der NZZ, in der Zeit und im Zeit-Magazin erschienen. Sie ist 2018 und 2020 Kolumnistin vom Jahr geworden. Und das Jahr erscheint ihr erstes Buch. Ist das erste, oder? Ja. Ich denke zu viel, bin kein und aber. Ja, es freut mich mega fest, dass du da bist. Und ich habe im Vorfeld so ein bisschen meine Followerschaft gefragt, ob sie etwas von dir wissen wollen. Und ich würde gerade zum Einstieg eine Frage bringen, die mir gestellt worden ist. Und zwar hat eine Zuschauerin wissen, wie und wo hast du angefangen mit Schreiben? Mega früh. Ich glaube, angefangen hat alles mit Tagebuch schreiben, weil als ich ganz klein war, hat meine Mami jeden Abend Tagebuch geschrieben. Und ich habe mega ein cooles Mami und ich wollte einfach auch so cool sein wie sie. Und dann habe ich so ein Notebook bekommen und dann habe ich angefangen, einfach so obskure Tiere zu zeichnen, weil ich gar noch nicht können schreiben konnte. Und dann habe ich irgendwann gelernt zu schreiben, aber ich habe alle Buchstaben spiegelverkehrt geschrieben. Und dann mega hässig geworden, weil ich nicht verstanden habe, was ich falsch gemacht habe. Und dann habe ich als Kind einfach angefangen, Geschichten zu schreiben, über Tiere meistens im Wald. Und dann bin ich an der Kante zu der Schülerzeitung, die leider nicht Schülerinnenzeitung geheissen hat. Und dann an der Uni zu der ZS, das ist Studierendenzeitung. Und dann habe ich mein erstes Praktikum bekommen bei der WOTS. Und mittlerweile kann ich vom Schreiben leben und das finde ich immer noch ein bisschen mega grosses Privileg und ein bisschen crazy. Aber es ist wie so, es hat sich wirklich durch mein ganzes Leben irgendwie durchgezogen. Schön. Ja, du hast unter anderem auch in diesem Buch hier etwas veröffentlicht. Ein Text, das ist ein Buch, Gruß aus der Küche heisst das. Und das Text ist zum Frauenstimmrecht. Da haben ganz viele verschiedene Frauen etwas geschrieben zum Frauenstimmrecht. Und dein Text handelt davon, also du hast mit deiner Großmutter ein Gespräch geführt, also so ein kleines Interview, ein Gespräch. Und ich finde das, also ich habe den gelesen, dein Gross ist 83. Und ich habe den Text gelesen und ich habe es mega schön gefunden, so in die Zeit hineinzusehen, was dein Gross alles erzählt hat. Was hast du persönlich aus dem Gespräch mit dem Grossi so am meisten mitgenommen? Was ist dir so nachgeklungen von dem Gespräch? Ja, mega viel. Also, meine Grossmami ist eh einfach meine Heldin und ich habe ihr auch mein Buch gewidmet, mein erster jetzt. Und sie ist letzte Woche 84 geworden. Habe ich es einfach mega cool gefunden, dass sie überhaupt mitgemacht hat und mega persönliche Sachen erzählt hat, für ein riesiges Publikum jetzt. Und ich glaube, das, was mir am meisten geblieben ist, hat nicht mal direkt mit dem Frauenstimm- und Wahlrecht zu tun, sondern mit so alltäglichen Sachen. Und mir ist einfach aufgefallen, was sie erzählt hat, dass wie so ihre Frau, sie hat wie jeden Bereich von ihrem Leben bestimmt. Also von der Arbeit, über Freizeit, über wie Beziehungen gestaltet worden sind. Es ist wie überall klar gewesen, das können Frauen machen und das können Frauen nicht machen. Es gibt Frauenberufe und es gibt Männerberufe. Also sie hat zum Beispiel wollen Ärztin werden, aber man hat ihr wie gesagt, sie ist zu dumm oder Frauen werden halt keine Ärztinnen und dann ist sie Laborantin geworden. Sie hat auch erzählt, dass sie nicht hat können Fußball spielen oder
Töff fahren, alles so Sachen wären wie nicht möglich gewesen. Und es ist wie so, was sie erzählt hat von all diesen Sachen, habe ich wie so das Gefühl gehabt, wenn sie keine Frau gewesen wäre, sondern ein Mann, wäre ihr Leben wirklich komplett anders gewesen. Und so, mhm. Und ihre Frau, sie hat wirklich einfach so viel bestimmt und es hat wirklich immer so den Spalt gegeben zwischen das ist Männersphäre und Frauensphäre. Und ja, das habe ich schon mega, mega, mega krass gefunden, weil zumindest für mich als keine gewisse privilegierte Frau ist das doch sehr, sehr, sehr anders gewesen heute. Mhm. Aber hast du dann das Gefühl, also du sagst so, es hat eine ganz klare Auftrennung gegeben, von was Männer machen, was Frauen machen. Das ist ja heute schon ein bisschen anders, aber hast du nicht das Gefühl, dass es immer noch mega anders ist, als Mädchen geboren zu werden, als Bub? Weil für mich, ich habe mir irgendwann überlegt, wäre ich am gleichen Ort, wenn ich ein Bub wäre, oder wenn ich als Bub auf die Welt gekommen wäre, wenn ich männliche Geschlechtsteile hätte, das heisst ja nicht, dass ich mich als das identifiziere, wäre ich dann irgendwie den gleichen Weg gegangen, oder nicht? Und, also das kann man natürlich nicht beantworten, aber ich glaube, es ist immer noch recht, irgendwie, also ich glaube, die Welt gestaltet sich immer noch anders für Männer und für Frauen. Auch wenn es nicht mehr so krass unterteilt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, mega. Nein, ich finde auch, dass es wirklich, es ist noch so, so, so vieles im Argen. Aber ich finde gerade, wenn man mit älteren Frauen redet, wo ich ja auch sonst in meiner Arbeit viel mache, wo man vielleicht nachher darüber redet, finde ich schon wirklich bemerkenswert, dass einfach, ich glaube, die Dimensionen von der Freiheit oder Unfreiheit sind ein bisschen existenzieller für eben, nicht für alle Frauen, aber für gewisse Frauen auf jeden Fall. Also, weil bei ihr es hat einfach wirklich so gewesen, wo sie ein Kind bekommen hat, ist wie so klar gewesen, sie ist jetzt Hausfrau und sie mhm. ist die Heime und sie ist so viel einsam gewesen und ja, ich glaube, es ist immer noch wirklich vieles im Argen, aber im Vergleich zu vor 50 Jahren ist es, würde ich sagen, wirklich anders. Ich finde, gerade im Moment jetzt auch mit dem 50er Frauenstimmrecht habe ich auch so ein bisschen zurückgeschaut, was alles gegangen ist, was ich wie nicht mitbekommen, weil ich noch zu klein war, aber es gibt so Sachen wie das Gleichstellungsgesetz von 1996, wo dann Frauen haben können anfangen, irgendwie gleichen Lohn für gleiche Arbeit einfordern, mhm. die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, all die Sachen, die für uns selbstverständlich sind, sind wirklich einfach so hart erkämpft worden und darum, das ist wie gerade im Moment mein Fokus, dass ich einfach so denke, wow, crazy. Mhm. Ja, das ist schon krass. Du hast ja für deine Doktorarbeit sehr viel über so die Frauenbewegung von früher auch recherchiert. Also du hast dir mega viel Wissen angeeignet. Und was von diesen Recherchen ist dir so am meisten geblieben? Also gibt es wie so einen Bereich, wo du sagst, hey, shit, das wäre jetzt etwas, wo ich irgendwie gar nicht so realisiert habe, dass es so krass anders war? Mega. Also es ist ein bisschen schwierig, meine Doktorarbeit so in zwei Sätze zu erklären. Aber das ist eine komische Doktorarbeit. Das stimmt. Aber ich habe wie, also ich habe sie auch abgebrochen, aber ich habe 2 Jahre lang an der Uni Bern zu der Frauengesundheitsbewegung geforscht. Und Frauengesundheitsbewegung ist wie eine Subkategorie gewesen vom Feminismus in den 70er Jahren. Und ich habe ganz viele Frauen interviewt, die das wie gestartet haben. Und es hat in Kalifornien angefangen. Und die Frauen, die haben sich wie eingesetzt dafür, dass es Sexualaufklärung gibt zum Beispiel oder dass es eben legale und sichere Schwangerschaftsabbrüche gibt. Und sie, die Frauen, was mir klar wurde, ist im Gespräch mit einer Frau, die mittlerweile so 70 oder 80 sind, ist, dass sie haben keine Ahnung gehabt, wie der weibliche Körper funktioniert. Sie haben kein Wissen gehabt, über Zyklus, über Schwangerschaft und trotzdem ist irgendwie ihre, keine Ahnung, sie haben ein Kind bekommen, das haben sie alles gemacht, aber darum haben sie zum Beispiel das Buch geschrieben, das heisst A New View of a Woman's Body und sie haben Aufklärungsbücher geschrieben und viele von diesen Frauen haben mir zum Beispiel erzählt, dass sie illegale Schwangerschaftsabbrüche hatten, die extrem, extrem gefährlich waren. Und mir ist klar, bei dem Gespräch mit diesen Frauen, dass wieso Wissen generieren über den weiblichen Körper ist für sie extrem ermächtigend gewesen. Und ich kann mir wie nicht vorstellen, wie es war, wo man wie keine Informationen hatte.
Und ich habe auch sehr viel mit lesbischen Frauen geredet. Und auch bei ihnen war es einfach so, gewesen, es hat wirklich einen öffentlichen Diskurs gegeben für ihre Anliegen. Und ich glaube, was mir wirklich mega eingefahren ist, ist, dass sie einfach so abhängig waren, zum Beispiel von Männern. Weil fast alle Gynäkologen damals sind Männer gewesen. Und die Ausbildung ist an Plastik, hat an Plastikpuppen stattgefunden. Und ja, einfach all die Sachen, dass wir nicht darüber reden konnten, was ist irgendwie, wie geht Verhütung. Das war alles extrem schambehaftet. Und ich fand es einfach extrem faszinierend, gefunden, dass die Frauen dann selber Gesundheitszentren gegründet haben, zum Beispiel. Und das ist für mich auch etwas, was so selbstverständlich ist heute. Dass ich, wenn ich ein Problem habe, kann ich es googeln, ich kann eine Freundin fragen. Und falls ich schwanger werde, wäre es nicht einfach so, ich bin jetzt Mutter und that's it. Das sind schon so extrem fundamentale Freiheiten, wo ich auch dankbar bin dafür. Und gleichzeitig finde ich es mega erschreckend, dass es nicht auf der ganzen Welt so ist. Zum Beispiel jetzt gerade in Polen gibt es ja wieder Diskussionen, oder ist es verboten worden? Ich glaube, das ist so das, was ich mitgenommen habe aus meiner Zeit an der Doktorarbeit. Mega interessant. Also vor allem auch mega schockierend, oder? Weil es ist vor noch nicht lange her, dass es so unzugänglich war. Und ich meine, man muss auch gar nicht... Also eben, es sind mega viele Fortschritte gemacht worden, mega grosse Fortschritte. Auch eben, dass das Wissen heute eigentlich verfügbar ist. Und gleichzeitig, wenn ich so in meinem Leben zurückschaue, denke ich, habe viele Situationen erlebt, sowohl ich selber als auch andere Frauen, wo ich wie geweckt habe, da ist auch nicht so viel Wissen um über den eigenen Körper. Also das ist auch nicht etwas, was man jetzt echt in der Schule lernt oder so. Es ist immer noch irgendwie, obwohl es vorhanden ist, ist es nicht so omnipräsent. Voll. Ja, eben, du schreibst ja unter anderem die Kolumne fürs Magazin. Alle zwei Wochen, richtig? Alle zwei Wochen. Bald 4 Jahre. Das finde ich mega krass, weil ich habe auch mal eine Kolumne geschrieben, auch einen Monat. Und ich habe eine mega krasse Herausforderung gefunden, um immer wieder irgendwie ein Thema zu finden, das relevant genug ist. Und auch, um mich selber irgendwie wie wichtig genug zu nehmen und zu sagen, ich schreibe jetzt die Kolumne über ein Thema, das mich interessiert. Und dann darauf zu schliessen, irgendwie, also ich war oft unsicher, interessiert das auch die anderen Leute? Oder ist meine Stimme überhaupt so wichtig, dass ich jetzt das schreiben und veröffentlichen kann? Interessiert das überhaupt irgendjemand, wenn ich da jetzt meine Meinung so präsentiere? Und ich habe mich dann auch mit dem Gefühl auseinandergesetzt, mit dem Gefühl vom... Ja, eben von dem, dass man dann quasi, wenn man etwas schreibt, ist man ja in der Rolle von der Referentin und von so der wissenden Instanz. Man erklärt den Leuten etwas oder macht sie auf etwas aufmerksam. Und du hast in einem Interview letzten Frühling, glaube ich, schon mal auch über das Thema geredet, über die Ambivalenz. Und mich würde es mega interessieren, wie du mittlerweile mit dieser Rolle klarkommst. Also, oder wie du mit dem umgehst, mit dieser Rolle von, ich bin jetzt da, und ich sage jetzt, was ich denke zu dem und dem Thema und ich bestimme das Thema und den Duktus und das Narrativ. So. Ich glaube, ich komme immer noch nicht darauf klar. Überhaupt nicht. Aber die Geschichte ist ja die, ich bin wie vorher normale Journalistin bei der NZZ. Und mir ist immer ein bisschen komisch vorgekommen, dass ich wie so muss tun, als wüsste ich alles. Außer dass ich mich als Mädchen oder so. Ich finde es noch lustig, dass genau, du normal. Also, bei der NZZ. Wenn man so die Kolumne in der NZZ liest, denke ich, das ist nicht so normal. Und dann habe ich einfach das riesige Geschenk bekommen von dieser Kolumne. Und ich glaube, meine Lösung war wie so, dass was ich schreibe, ist ja häufig einfach wie eine Einladung, um an meinem Denkprozess teilzunehmen. Also es ist, ich lege meine Unwissenheit offen, ich darf einfach 2 Wochen lang lesen und ich sage, was ich gelesen habe, was ich gelernt habe. Aber es hat auch mega Platz für Zweifel oder meine eigenen blinden Flecken. Und ich glaube, das ist wie so der einzige Weg gewesen, wenn ich mich wie wohlgefühlt habe, um so den Raum einzunehmen. Weil ich würde nie claimen, dass ich irgendwie alles weiss. Und darum ist das ist so ein bisschen meine Rettung gewesen, dass ich quasi einfach mein Unwissen auch thematisieren und offenlegen und einfach persönlich irgendwie angehen. Und dann aber, manchmal, wenn ich gesehen habe, dass irgendwie männliche Kollegen einfach so sind, schau, ich habe eine Reportage geschrieben und so ist es, habe ich auch das Gefühl, mache ich mich selber irgendwie klein.
Aber ja, das mit dem Exponiertsein ist wirklich etwas mega, mega Seltsames. Ich habe also wieder zwei, es gibt doch so in den Filmen manchmal so den Teufel und das Engel, wo so auf den beiden Schultern sitzt. Und ich habe das auch, und es ist wie, also es sind nicht Teufel und Engel, einfach zwei Figuren. Und das eine sagt immer wieder so, hey, wieso machst du das eigentlich? Und braucht es wirklich nochmal eine Kolumne von einer, keine Ahnung, weisen Frau? Könnte man den Platz nicht irgendwie progressiver und sinnvoller nutzen für eine Stimme, die wir jetzt noch nicht gehört haben oder so? Und dann habe ich extreme Selbstzweifel und denke wirklich so, what the fuck? Und dann gibt es so die andere Stimme und die sagt einfach, hey, wenn du es nicht würdest machen, wären einfach sonst, ich glaube, alle anderen sieben Kolumnisten sind Männer und sehr wahrscheinlich würde dann einfach ein Mann die Rolle übernehmen. Und es ist immer noch nicht normalisiert, dass Frauen einfach in der Öffentlichkeit stehen und sagen, hey, ich habe etwas Spannendes gelesen oder eine feministische Meinung vertreten oder Fragen stellen. Und ich habe immer so die zwei Stimmen, die miteinander am Verhandeln sind. Und das ist es, ja, ist mega spannend und herausfordernd oft. Das kann ich mega gut. Ich habe eben gerade noch, du hast jetzt im zweiten Teil von der Antwort hast du eigentlich fast vorweggenommen, dass man eben so, dass ich das von mir selber, ich kann auch, dass ich immer eben auch eigentlich quasi in Denkprozess mit einbeziehe und auch quasi wie offenlegen, wenn ich Zweifel habe oder wenn ich etwas nicht weiss. Und so die Haltung von, ich erkläre euch jetzt die Welt, finde ich schon etwas extrem Männliches, wo vor allem, also jetzt nicht mehr, ich glaube, Männer in unserem Alter haben es auch nicht mehr so fest. Aber so ein bisschen ältere Generationen von Männern haben schon oft auch die Haltung, dass sie etwas so sagen oder schreiben können, dass man so denkt, ah, das ist jetzt die objektive Wahrheit. Und das finde ich irgendwie komisch, dass man auch mit dem aufgewachsen ist, aber ich selber könnte das wie nie. Weil ich das auch nicht will, glaube ich. Ja, aber es ist. Sorry, willst du noch, soll ich noch schnell etwas sagen zu dem? Sicher. Ich bin mega, mega heikel mit Verallgemeinerungen, aber es gibt eine mega lässige Theorie von meiner mega Lieblingswissenschaftlerin Donna Haraway und ihr geht es um die Wissenschaft und sie sagt einfach, dass also vor allem weisse Männer wie das Privileg haben, um in der Wissenschaft einfach etwas zu schreiben und sie nennt das God's Trick, dass du wie einfach kannst auf die Welt schauen kannst und sie beschreiben und bei Minderheiten oder bei Frauen heisst es immer, sie als Frau sagt das oder sie kann nicht das irgendwie neutral beurteilen, weil sie ist ja wie verfangen in dem. Und ihre Lösung ist wie, dass wir einfach alle anerkennen, dass wir an einem ganz partikulären Punkt stehen in der Gesellschaft und eine ganz persönliche Geschichte haben und das wie mit einbeziehen, wenn wir auf die Welt schauen. Und das hat mich immer extrem inspiriert, um wie sagen, niemand von uns ist objektiv. Ja, das ist ein kleiner Side Note. Dass man, also das tut sehr fest resonieren bei mir. Ich habe meine Masterarbeit über Feminismus in der Kunst und Körperbilder von der Frau geschrieben. Und auch dort ist es wie so, die Sicht vom Mann ist quasi die universelle und der Körper von der Frau ist immer also so die Abnorm. Und es ist so, das eine ist wie objektiv und hö und nicht kontextualisiert. Und sobald es von einer Frau kommt oder von einer anderen marginalisierten Gruppe, ist es abweichend von einer Norm. Und das hat mir dort mega krass die Augen geöffnet, weil ich wieso einfach hinterfragen, von woher Sachen kommen. Und wenn eben Sachen so geschrieben sind, so im allwissenden Ton, ist es eben nicht allwissend, sondern auch, es kommt auch von einem und es hat auch einen Kontext. Ja. Finde ich mega interessant und gute Theorie. Ich glaube, die Leute finden auch, es kommen manchmal so Herzchen auf. Ja, ja. Das ist mein erster Insta-Live-Chat. Wirklich? Ah ja, Nina hat mir gesagt, sie hat eine 10-Minuten-Beschränkung auf Instagram pro Tag. Das finde ich so krass, ich verbringe etwa 4 Stunden am Tag auf Instagram. Also schon viel zu viel, aber es ist krass, 10 Minuten würde ich nie schaffen. Also, vielleicht nochmal zurück zum Interview. Gerade wenn man so darüber redet, was für Themen das man behandelt, so als Frau in Kolumnen, oder auch sonst, wenn man schreibt, gibt es Themen für dich, wo du wie Vorbehalt gehabt hast oder immer noch hast, um dich daran zu wagen, weil du denkst, wenn du als Frau, und das sage ich jetzt so,
weil man in der Gesellschaft dann so gelesen wird, weil es schwieriger ist, als Frau über diese Themen zu schreiben, weil man dann schubladisiert wird oder so? Wahrscheinlich Liebe oder einfach Gefühl. Also ich hatte mega, mega Angst gehabt, nur schon zum Anfangen über das Ich schreiben. Und ich habe gedacht, dass die Leute werden sagen, das sind Frauenthemen. Oder ich habe wirklich sehr, sehr fest Angst gehabt, zum über Gefühl schreiben und das offenlegen. Gerade weil ich das Gefühl gehabt habe, ich muss fast überkompensieren und eben auch zum Beispiel einfach dann die harte Recherche machen und irgendwie, keine Ahnung, investigativ eine Geschichte aufdecken oder so. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass die Leute extrem froh sind, wenn du ehrlich über Gefühl schreibst. Und ich bekomme so, so, so viele Briefe von Leserinnen und Lesern, die sagen, hey, ich kenne das Gefühl auch, mir geht es auch so. Oder wenn du über Liebeskummer schreibst, dann bekommst du so viele Geschichten aus dem Leben, wo Leute dir erzählen, wie es ihnen gegangen ist. Und für mich hat das so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es doch ein paar Erfahrungen gibt, die so einfach geteilt werden. Und es kann irgendwie Brücken schaffen, wenn du über Gefühl schreibst und einfach ehrlich bist. Darum, seit ich diese Erfahrung gemacht habe, dass die Leute wie sich dann manchmal die Sachen wiedererkennen, habe ich wie echt keinen Vorbehalt mehr und probiere es. Probiere wie alles aus. Voll. Das finde ich auch, ich finde das ein mega wichtiger Aspekt beim Schreiben bei mir auch immer. Also ich habe auch mega fest Vorbehalt zum so Liebesgedicht oder Liebesbriefe oder so Zeug. Oder auch bei mir ist es so über weibliche Sexualität oder über weibliche Lust oder über meine Lust, das muss ich nicht verallgemeinern, für alle ist da zu schreiben, weil ich finde, das ist immer noch so fest schubladisiert, was es akzeptabel ist und was nicht, dass es gerade ganz viele Auswirkungen irgendwie kann haben, wenn man so etwas veröffentlicht, sowohl positiv wie auch negativ. Und ich habe aber auch wie gemerkt, vor allem, dass es mir mega hilft. Also ich habe den Text gelesen von dir, du hast mal einen Text über Liebeskummer veröffentlicht im Magazin, ich habe den gelesen. Und ich habe wie so gemerkt, wie wahnsinnig gut es mir tut, zu lesen, dass es dir in diesem spezifischen Fall so und so gegangen ist, weil ich die Gefühle gekannt habe und weil das etwas ist, was man sonst im Alltag oder bei einer Nacht oder bei einem Getränk, was man alles nicht machen kann, aber nicht einfach mal so sagt, was für Gefühle, die vielleicht auch eben stigmatisiert werden, einem schon widerfahren sind. Und darum, das gibt wie so einen Zusammenhalt, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, wenn man sich dann so verstanden fühlt von anderen Leuten, wo man nicht persönlich kennt, dann gibt einem das so ein Vertrauen in die Welt. Und das finde ich ist für mich ein mega wichtiger Teil von meinem Feminismus, dass ich anderen Frauen das Gefühl gebe, schau, du bist mit deinen Gedanken und Gefühlen nicht allein, wir haben die alle auch. Voll. Darum finde ich es auch mega schön, dass du das machst. Danke. Ja, dann, jetzt haben wir so ein bisschen über die Vergangenheit geredet, wir haben ein bisschen über die Gegenwart geredet und jetzt würde ich gerne noch mit dir ein bisschen in die Zukunft schauen. Und zwar würde ich da auch wieder einsteigen mit einer Frage, wo uns jemand zugeschickt hat, nämlich der André, der verantwortlich ist für Technik heute Abend. Er hat gefragt, was denkst du, wird sich politisch verändern in der nächsten Zeit, wo wir dann schon in ein paar Jahren werden zurückschauen und denken so, was, so haben wir das noch gemacht, das ist ja völlig absurd. So wie wir jetzt halt denken, oh, es ist mega absurd, dass wir vor 50 Jahren noch nicht hätten wählen als Frau. Also ich hoffe, dass wir mega viele Sachen werden mega absurd finden, ja, weil ich finde, das läuft ziemlich viel schief. Aber das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist das Wort Vaterschaftsurlaub. Ich denke immer, die Person, die das Wort erfunden hat, hat noch nie auf einen Säugling aufgepasst. Darum, ich habe das Gefühl, das wird so ein Wort sein, wo wir so ein paar Jahre sind, so, oh Gott. Und natürlich, also mit dem verbunden allgemein, hoffe ich, dass so Diskussion über Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft, aber irgendwie Aufwertung von unbezahlter Arbeit, dass ich mir in dem Themenbereich einfach, dass wir ein paar Jahre zugeschaut und denken, hey, wir haben das nicht als Arbeit angeschaut, dass man Kinder grosszieht und ihnen etwas über die Welt sagt. Oder auch, oh, wir haben Leute, die im Spital arbeiten, viel schlechter zahlt als Banker, what the fuck. Also das ist so meine Hoffnung, dass dort sich
dass wir da ein bisschen werden schämen. Ja, das hoffe ich auch. Ich sollten wir uns jetzt schon schämen für das, finde ich. Das wäre schön, wenn wir das würden schaffen und sich das würde ändern. Und vielleicht noch so ein bisschen, abgesehen vom grossen politischen Kontext, was würdest du dir persönlich wünschen, dass sich in der nächsten Zeit oder in den nächsten, sagen wir vielleicht in den nächsten 25 Jahren, weil es verändert sich jetzt alles schneller, würde ändern? Ich glaube, es sind vor allem zwei Sachen. Aber das erste ist politisch, sorry. ich glaube, es kommt vieles zusammen. Das Private ist politisch und umgekehrt. Aber ich wünsche mir wirklich, dass Stimm- und Wahlrecht für alle Menschen kommen, die in der Schweiz permanent wohnen. Ich meine, es sind immer noch, ich glaube, 1,5 Millionen Menschen, die in der Schweiz wohnen, wo teilnehmen an der Gesellschaft, die hier arbeiten, die nicht abstimmen können. Und ich glaube, das wäre mir wirklich ein Anliegen. Ich habe das Gefühl, wenn wir das mit der Demokratie ernst nehmen, ist das eine der wichtigsten Sachen. Und die andere Sache ist, glaube dass ich würde mir mega wünschen, dass man Komplexität von Themen nicht als etwas Blödes anschaut. Also ich habe das Gefühl, es gibt so eine Tendenz, wo man erkennt, dass irgendwie Diskriminierung sich überschneidet, dass es extrem komplex ist und es gibt Leute, die das alles, wo ich nichts mit dem zu tun habe. Und ich finde eigentlich in dieser Komplexität liegt, ich glaube, einfach die Lösung für so vieles. Aber gleichzeitig schreien alle irgendwie nach einfachen irgendwie Antworten. Ja, mehr Liebe für Komplexität würde ich mir wünschen. Und dann gibt es so ein Meme, das ich gesehen habe vor kurzem, und dort steht, ich glaube, ich paraphrasiere jetzt, irgendwie normalize changing your opinion when presented with new information. Und ich habe so gedacht, yes, das fände ich cool, wenn die Welt mehr so wäre. Wow. Ja, es ist eigentlich mega schade, dass es nicht so ist, weil wenn man etwas Neues erfährt, muss man seine Meinung können ändern. Es wäre ja so komisch, wenn man das nicht könnte. Es wäre so, sorry, nein, ich habe schon eine Meinung. Ich habe nicht mehr alle neue Argumente. Oh, no. Das stimmt. Es ist sad, dass es immer noch ein Meme ist und dass es so etwas ist, wo man muss sagen, okay, der Stolz oder das Beharren darf nicht so fest wichtig sein, wie sich können wandeln und weiterentwickeln. Voll. Mega gut, mega schön gesagt. Und vielleicht machen wir so den Bogen nochmal zum Schreiben, also zu dem, was du jeden Tag immer machst für deine Profession. Und mich würde noch interessieren, was würdest du dir wünschen in Bezug aufs Schreiben, das sich verändert? Oder irgendwie, was würde deine Arbeit einfacher machen? Oder was wünschst du dir für die Zukunft im Bereich Literatur, Kolumnen, geschriebenes Wort? Das ist eine grosse Frage. also primär glaube, wünsche ich mir, dass ich weiterhin einen Job darf haben. Ist ja nicht sicher. Ich sehe immer noch ein riesiges Privileg, dass ich darf schreiben und dass ich mit Leuten, dass sich Leute an mir reiben und dass ich irgendwie Brief bekomme. Alles das ist gut toll. Und ich wünsche mir für mein eigenes Schreiben, dass ich weiterhin einfach darf spannende Leute interviewen und Sachen lesen. Ich meine, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und dass ich aber auch nicht irgendwie denkfaul werde oder es mir gemütlich mache und dann irgendwann auch so zu den Alten gehöre, weil mir ihre Meinung nicht mehr ändert. Und generell wünsche ich mir, dass es einfach diverser wird. Also ich meine, manchmal, wenn ich dort Tage in Seiten scrolle, denke ich einfach so, es sind einfach 30 Texte von der gleichen Person, aber einfach mehr Perspektiven. Ich glaube, das werde ich mega bereichern. Und das ist ja wie irgendwie, was Literatur kann leisten. Also es gibt so den Spruch, dass es, dass man, wenn man ein Buch liest, kann man wie ein Leben leben, das man nicht hat. Also eigentlich kann man mehrere Leben leben in dem kurzen Leben, das man hat, durch Bücher. Und ich habe das Gefühl, ich habe einfach am meisten gelernt, indem ich mich in Perspektiven von anderen Leuten versetzt habe, die nichts mit meiner Lebensrealität zu tun haben. Ich war irgendwie in Laos mit Chimamanda Ngozi Adichie oder im Silicon Valley mit dem Dave Eggers. Und in dem, finde ich, liegt mega, mega viel Potenzial. Und ich glaube, eigentlich würde ich mir einfach wünschen,
dass wie mehr Leute lesen und so sich in andere Perspektiven versetzen und checken, wie beschränkt ihre eigene ist. Und dass weiterhin einfach gefördert wird, dass ganz viele unterschiedliche Leute können schreiben und Gelegenheit haben zum Schreiben. Ich finde, das ist ein mega schönes Schlusswort. Und wir haben ja schon die halbe Stunde durch und gefüllt. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr dazufügen, weil ich finde das schon so, du hast das so schön gesagt. Ich würde mich auch gerne bedanken für das Gespräch. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Wenn du noch etwas willst sagen oder dazufügen, dann darfst du das gerne machen. Nur ein Dankeschön als Team von Carla die Grosse und an dich. Und an alle, die zugelassen haben. Ja, danke schön. Schön, seid ihr dabei gewesen und ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder ein. Dann fahr. Dankeschön, Nina, und tschüss. Danke. Tschüss.